Und hier ist ein gutes Beispiel, das dann auch auf den Maschinenbauer dann kam. Ja, also das war dann bei uns, wenn wir mit den Kunden gesprochen haben. Und wenn wir zum Beispiel in der Dispersion, in der Dispergiertechnik mit Kunden gesprochen haben, da gab es natürlich diesen Kernwert, ja, also quasi diese Thematik, die Dispersion, der Rohstoff oder die Produkte müssen dispergiert werden, ja, die müssen eine gewisse Partikelgröße und Qualität haben. Das ist einfach Voraussetzung, ja, das setzen die einfach voraus, die sagen, die Produkte heute müssen einfach dann ihre Funktion erfüllen, ja, ob das ein Handhabungsgerät ist, ein Mischer, ein Rührer oder sonst irgendwas, ja. Fragestellungen sind tatsächlich, was bedeutet künstliche Intelligenz, Simulation, welche Dienstleistungen können wir daraus ableiten? Ja? Das sind diese perspektivischen Fragestellungen, die dann herauskamen. Und große Themen aktuelle sind natürlich Energieeffizienz, ja, und Flexibilität. Ja? Also Energieeffizienz, da können Sie heute dann auf dem Bierdeckel ausrechnen, wie viel Geld Sie sparen, wenn Sie ein effizienteres Mischverfahren haben beispielsweise, ja. Und die Flexibilität heißt, wie kann ich bei volatilen Rohstoffen, ja, bei volatilen Eingangsgrößen trotzdem produktiv sein, ja, weil einfach diese Economy of Scale, die funktioniert halt nicht mehr, ne? Themen für KI ist die Qualitätskontrolle. Ja, ist die Qualitätskontrolle, dass sie dann einfach über die Zeit tatsächlich dann Prozessdaten eben aufnehmen, die auswerten, ja, und dann daraus dann die Qualität besser beurteilen können. Ja, Sie können sogar die Qualität prädiktiv, ja, postulieren, ja, und daraus dann halt eben dann auch Vorschläge für ihre Produktion oder Produktentwicklung dann eben ableiten. Ja, ist eine super Geschichte, KI. Also ist wirklich eine super Geschichte. Ist aber natürlich jetzt nicht so, dass man da einfach jetzt hier sich eine App runterlädt und dann die Maschine optimieren kann. Also noch nicht, ja. Sondern man braucht da schon mehr, ja, man braucht Modelle und man braucht vor allem viele, 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 viele Daten, ja, also man braucht sehr viele Daten, ja, und das heißt also, wenn Sie halt einfach eine Losgröße haben, die nicht besonders groß ist, ja, nicht jetzt, sage ich mal, im sechs- oder siebenstelligen Bereich, ja, oder eine Maschine haben, die wirklich 24/7 durcharbeitet und Daten generiert, dann muss man da schon tatsächlich auch mathematisch neue Modelle angehen, ja.